Hallo und herzlich willkommen, ich heiße Stopfer 15344 und wir spielen Battlefield 1 auf der PS4 weiter. Ja, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, aber bevor wir uns ja weiterhin den Krieg hier antun, werde ich nochmal kurz was umstellen müssen. Wartet mal ganz kurz, so. Alles klar, ja, wir sind ja jetzt bei der vorletzten Mission der dritten. Ich weiß gar nicht, welche Kampagne wir jetzt gerade haben. Aber ist egal. Wir zocken einfach weiter. Wir sollen ja Motorenteile besorgen. Für Towens, der ja diese braucht. Und ja, mal sehen, wo uns der Weg jetzt hier hinführt. Okay, jetzt sind Ratten gerade gewesen. Ich schleiche mal ein bisschen. So. Oh, was bist denn du? Okay, wir haben jetzt ein Scharfschützengewehr. Das ist ganz cool. Was machst du denn? Okay. Okay, wir können auch die Luft anhalten. Ich weiß aber nicht, wie ich die markieren kann. Ja, wie kann man die markieren? Ging es nicht eigentlich, dass man die noch markieren konnte? Okay, scheiß drauf. Willst du mich? Also die Zielgenauigkeit von Scharfschützengewehren hasse ich. Ganz ehrlich. Mal und dennoch diese ständige Nachladen. Okay, ich hole mal kurz Luft, ja. Okay, ist wohl vorbei. Ja, jetzt habe ich die Treppe verfehlt. Das ist auch super. Egal, wir gehen weiter. Ich hätte mir eigentlich das Bein brechen müssen. Weil wenn ich halt falsch aufgekommen wäre, das Genick. Aber gut. Bei Videospielen stellt man da keine Fragen. Ne, also dieses Gewehr kannst du vergessen. Stierhandgranaten können wir gebrauchen. Boah, ist ja noch schlimmer. Nicht schlecht. Da waren es nur noch drei. Okay, wir brauchen nur noch drei Zündkerzen. Das ist ja alles ganz gut, aber wir brauchen auch noch eine ordentliche Waffe. Weil mit den Waffen hier, das kannst du total knicken. MP18. Na. Alter, also mit Waffen ist echt scheiße. Okay. Das sollte erstmal gehen. Ich werde jetzt mal langsam vorrücken und zwar zur Mühle. Aber wir sollen eigentlich da hinten hin. Okay, da unten sind definitiv Leute, das habe ich gesehen.
weiß gar nicht, ob ihr genug erkennen könnt. Das kann ich euch leider nicht beantworten. Die Aufnahme wird ja absichtlich ein bisschen dunkler gemacht. Im Endeffekt ist die aber nachher heller als jetzt. Willst du, also jedes Mal. Was ist denn das hier für ein Bug? Oh. Mann, jetzt zeigt eine Granate. Oh, fick dich doch. Und wir werden definitiv verrecken. Aufgrund eines Fehlers, weil ich nicht gesehen habe, wo man oder wie man das Fernrohr benutzt. Ist schon ziemlich geil. Willst du mich verarschen? Ja, geil. Oh. R1. Okay. Ja, aufgrund meines eigenen Fehlers, bin ich erstmal verreckt. Das ist schon ziemlich geil. Und vor allem, wenn man so beschissen sieht, ja. Also mit dem bisschen Munition kannst du es auch vergessen. Okay, ein Scharfschützengewehr. Oh, die ist, glaube ich, nicht schallgedämpft, ne? Was ja. Mann. Okay, wir rücken weiter vor. Aber wie ihr wisst, das Problem ist eigentlich immer... Wow. Okay, ein Soldat kommt. Weg ist er. Okay, alles klar, den haben wir. Hey, Kamerad, halt endlich dein Maul, wie geil. Das Problem ist, wie gesagt... Ich sehe kaum was. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich wiedersehe. Hör zu, Arschloch. Konzentrier dich auf deinen Posten. Genau.
ich sehe so scheiße, das ist echt übel. Wir hätten einfach eine Mauer durch ganz Europa ziehen sollen, dann hätten wir uns das alles hier gespart. Wow, wow, wow. Alles klar, den haben wir auch. Au, oh, der Schallgedämpfte. Wie geil. Okay, wir haben jetzt die Sirene beschädigt. Ja, wow, das hat's jetzt gebracht. Alter, das ist so mies. Boah, Alter, hier ist überall. Und hier Feinde, das ist echt übel. Das könnt ihr vergessen, Leute, also mit den Waffen. Finde mich ruhig. Hier muss irgendwo ein Eindringling sein. Gott, steh uns bei. Ja, Scharfschützengewehr, wow, das. Dynamit. Ja, ist alles ein bisschen sinnlos. Den lege ich von hinten um. Was für ein Haufen Scheiße, das habe ich nicht verdient. Jede Nacht. Verstärkung, ich will deine Hände! Wo ist er denn? Meine. Also, das ist doch Mist! Wird vom Busch beschützt, ja. Ja, also, die ganzen Waffen bringen gar nichts. Was sollen denn eigentlich diese verschissene Markierung, Alter? Was soll denn das? Ich brauche einen verschissenen Panzermotor, damit ich eine Zündkerze besorgen kann. Also, ey. Ups, entschuldigt, das war jetzt die falsche Taste. Oh. Also ganz ehrlich, wo soll ich die restlichen Zündkerzen? Also das ist doch schon wieder so ein Mist. Mir werden irgendwelche Sachen markiert und ich kann hier nichts machen.
Wo soll ich hin, Alter? Das ist der Panzermotor. Da hinten. Und der kann mir nicht angezeigt werden, ne? Halbzeit. Okay, da hinten ist wohl noch ein Panzer. Okay. Da muss er irgendwo hier hinten sein. Da ist er. Nur noch einer. Okay, da hinten ist ein feindlicher oder ein Soldat, ein feindlicher Soldat, ja, auch auf uns aufmerksam geworden. Glaube ich jedenfalls. Den haben wir weggeholt. Jetzt habe ich nur noch einen Schuss für diese Waffe. Ja. Wow, das wird ziemlich mies und schwer. Ich kann die an dem Geschütz auf jeden Fall erledigen. Ja. Mann, du sollst keine Granaten. Och, meine Fresse. Ich hab schon die Taste gedrückt. Wollte eine Stierangranate werfen. Alter, wie ich Scharfschützengewehre hasse. Das kann doch nicht. Ja, genau. Wir haben die falschen Waffen für diese Mission, wirklich. Und dann ist noch ein Scharfschützengewehr, was gar nichts kann. Das kann doch nicht wahr sein. Alter, das ist so mies, das glaubt er mir gar nicht. Ich hab keine Ahnung, ob ich das schon gemacht hab, ey. Ich werde mir jetzt ein bisschen schleichen, ihr habt ja gesehen, mit dem Scharfschützengewehr können wir halt kaum was ausrichten. Wenn ich die ganzen drumherum denn ausschalte, ist ja eigentlich, ist der noch erledigt. So.
Ja, es tut mir leid, ich komme ein bisschen langsamer voran, als ich eigentlich wollte, aber egal. Boah, sind die ganzen Leute aufmerksam? Okay, den Flammenwerfer-Typen werde ich wohl als letztes ausschalten. Okay, den haben wir. Und tschüss. Na, oder auch nicht. Und du sollst die Granate werfen. Alter, das ist so mies, Leute. Alter, was hat der denn auch für eine Reichweite? Willst du mich jetzt rollen? Alter. Der Bastard ist nicht mehr weg. Alter, wie soll ich denn das machen, Leute? Ey, das ist doch Kacke. Mann, Alter. Keine Granaten mehr. Das ist geil. Okay, den habe ich jetzt zerkloppt hier. Okay. Wir haben jetzt die letzte Zündkerze. Okay, ich habe alle. Schnell zurück zu Bess. Naja, hoffentlich geht's der Bess und Townsend oder Townsend gut. Na toll. Ich schleiche mich von hinten an. Na komm mal hier. Na komm mal hier. Alter, wie viele Schüsse halten die denn aus, Junge? Sichere deinen Bereich! Auf dieser Seite! Ey, wollt ihr mich verarschen? Warum sind denn jetzt überall wieder Leute? Was? Oh nee, Alter, das ist übertrieben.
Also anscheinend wird es nicht gespeichert, wenn ich irgendwie wieder zurückgehe. Das ist doch, ey. Und das Scharfschützengewehr, das ich habe, ist totaler Murks. Also ganz ehrlich. Ich werde jetzt... Oh ja, da hinten ist auch ein Typ, Alter. Ey, das ist ganz ehrlich, das ist eine richtig... Arschloch, konzentrier dich auf deinen Posten! Ja, es ist eine richtig beschissene Mission. Ja, ich wollte eigentlich mal ein bisschen mehr Action reinbringen, aber ist schwierig, ne, wenn man nicht die... Genau. Halt endlich dein Maul. Ja, nichts wie hin mehr zur Best, weil ganz ehrlich. Ah, hier ist ja noch so ein Stand. Fuck it. Aber hier ist keiner. Willst du mich verarschen? Kannst du keinen Berg hochklettern oder was? Na doch, geht. Alles klar. Nun nach der Videoaufnahme, oder nicht nach der Videoaufnahme, nach dem, nach der Videosequenz werde ich dann auch die Aufnahme beenden, das kann ich euch schon mal sagen. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich bei der nächsten Folge wieder. Wie weit ist denn der Panzer entfernt da hinten? Gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Gute Arbeit, Jungs. Ja. Wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich habe alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes Scheißleben lang. Ich habe immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du Dämliche. Du dämliche Scheißkack-Drecksmaschine! Ach komm schon! Komm, Best, na los! Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir! Verdammte Scheiße! Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf, Best! Steh drauf, wie du fluchst, Junge!
Edwards. Der Treffpunkt liegt hinter diesen Hügeln dort hinten. Achte einfach auf das Dorf da unten. In Ordnung, Jungs. Gut festhalten. Es geht los. Linke Flanke. Er wollte eine Panzerfahne in das Dorf ein. Sachte, Leute. Wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet. Und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Das nenne ich aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten. Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Nun gut, die Leute, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und wir sehen uns zum nächsten Mal bei Let's Play Battlefield 1. Also bis dann und tschüss.